Ich bin Art von Arts Garten und heute befinde ich mich mal wieder woanders, nicht in meinem Garten wie sonst, sondern bin ich jetzt hier beim Tag der offenen Tür von einer Orchideenzucht. Orchideenzucht Willems heißt das Ganze hier und ich will jetzt einfach mal gucken, was ich da so Schönes sehen kann. Vielleicht kann ich ja mal jemanden dort fragen, der sich besser mit Orchideen auskennt als ich, weil ich stehe ja gerade am Anfang erst, habe ja meine hängende Orchidee gemacht und die kleine habe ich ja noch. Aber ja, einfach mal gucken, was jetzt so zu sehen ist. Viel Spaß beim Video. Also ich habe jetzt hier mal eben nachgefragt, ob wir ein paar Fragen stellen können, weil in letzter Zeit interessieren euch ja auch eher die Indoor-Pflanzen als draußen im Garten, weil es wird ja jetzt auch kälter, dann kann man sich ja mal mehr damit beschäftigen. Und ich glaube, Ihnen gehört die ganze Anlage hier, ja, oder? Ja, uns gehört der Betrieb, ja. Ja. Wie machen Sie das? Säen Sie hier selber aus, oder? Das ist unterschiedlich. Teils der Jungpflanzen, die kommen aus dem Labor, die werden in großen Mengen im Labor gezogen heutzutage. Okay. Von der Obst. Die Orchidee, die wird machen wir selber die Jungpflanze. Danach geht der Samen ins Labor und da wird er weitergezogen. Nach 2 Jahren kriegen wir den zurück und wir züchten dann die Pflanzen weiter auf. Was bedeutet Labor? Labor ist ein Laboratorium, wo der Samen in der Zentrifuge gelegt wird und dadurch werden da mehrere Pflanzen gebildet. Da bilden sich in der Zentrifuge die Pflanzen und diese Pflanzen kommen in ein Reagenzglas und dadurch kommen dann nach 1,5 Jahren wird die Pflanze wieder vereinzelt. Mhm. Auf Agar-Agar ist eine Lösung gelegt und dann kommen die in die Betriebe zurück. Ah, okay. Also wird das gar nicht über Kindel oder so? Nein. Kindel ist nur Glückssache, die kommen manchmal an der Pflanze, könnte man viel zu wenig Pflanzen von produzieren. Mhm. Ja. Okay. Und wie ist das mit der Bewässerung? Weil ich sehe, die haben hier keine... Nee, normalerweise, wir haben jetzt spezielle Sorten hier hingestellt. Normalerweise geht das über Tropfenbewässerung. In anderen geht über Computer alles Tropfenbewässerung. Ah, okay. Ja, in den anderen Häusern. Mhm. Und mit Schimmelbildung oder so haben Sie keine Probleme hier? Nein, dafür heizt man ja, ne? Heizen, feuchte Fungizide werden ganz selten eingesetzt. Okay. Ja. Weil ich habe mich schon gewundert, hier gibt es ja kaum Ventilatoren oder Sachen, die die Luft durch... Ja, doch, in jedem Haus hängen Ventilatoren, aber, jetzt im Winter, weil so viel geheizt wird, ist die Luft immer trocken. Wir haben immer Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad und dadurch ist die Luft immer trocken und passiert nichts. Und wie oft sprühen Sie die Pflanzen ein dann mit der Tropfen? Mit der Bewässerung einmal die Woche. Einmal die Woche, einmal die Woche 2 bis 3 Minuten. Ja. Wie viel Wasser kriegen die dann? Wir kriegen ungefähr 800 Milliliter Wasser und jedes dritte Mal gießen Dünger dazu. Also so ein Flüssigdünger, so ja, eine Lösung? Ja, speziell Dünger über den Computer, ja. Mhm. Okay. Und eine Frage habe ich noch, was ist da vorne in den Folientunnel? Wir haben nicht nur Orchideen, wir haben draußen im Freiland nach 8 Hektar Topfpflanzen. Oh, und wir produzieren im Winter unsere ganzen Jungpflanzen selber. Wir machen ungefähr 4 Millionen Jungpflanzen hier. Jeden Tag werden 30.000 Jungpflanzen hier produziert. Ja. Ja. Und die kommen unter Tunnel 15 bis 20 Tage, je nachdem welche Kultur. 15 bis 20 Tage werden die rausgeholt, dann sind die bewurzelt und dann kommen die in anderen Häusern und werden abgekühlt. Dann gehen die von 15 auf 10 Grad, nachher auf 5 Grad. Im März getopft und dann ab Juli verkauft. Ja, einzeln von Hand umgetopft, ne? Ja, die werden ausgetopft mit 8 in einem 5-Liter-Container, werden schöne 5-Liter-Container gemacht und diese Veroniken vermarkten wir dann weltweit, ja. Nicht schlecht. Jo, dann bedanke ich mich schon mal. Ich glaube, das war ein kleiner Einblick. Ja. Jo, danke. Bitte. Ja, da haben wir hier, haben wir da einen. Ja.
Hat mir mal erzählt, was ist das einzig Wahre. Ich habe es genommen, ich habe gesagt, ich komme in. Wow. Das ist so krass hier. So viele Orchideen. Boah, diese Wurzeln. Richtig, richtig schön. Boah, sind das lange Wurzeln. Oh. Davon müsste ich mir mal eigentlich eine kaufen und daraus wieder eine hängende Orchidee machen. Aber ich glaube, ihr habt gerade schon gesehen, die haben hier auch hängende Orchideen. Also bin ich nicht der Einzige mit Detlef Römisch, der das schön findet oder das ausprobiert. Boah. Krass. Und diese Luftfeuchtigkeit hier drin, es ist so warm und stickig. Kein Wunder, dass sie hier richtig gut gedeihen und in vielen Wohnungen nicht so gut. Total faszinierend. Oh, hier ist ein Wasserschlag. Was haben die denn hier? In diesen kleinen Gewächshäusern sind keine Orchideen. Und dann irgendwelche anderen Pflänzchen. Hier bei diesen haben die Blüten immer jeweils hochgebunden. Mit so einer Schnur. Februar 2015. Sieht das hier, die haben hier ein ausgeklügeltes System mit Wasser und Strom, weil jeder hier Wasser bekommt. Jeder hat einen so ein Tröpfchen-Ablasser, sag ich mal. Da kommt Wasser raus. Und damit es hier nicht schimmelt, weil es hier ja sehr feucht drin ist, haben die hier einen Ventilator in der Mitte, der halt die Luft durchwälzt. So, ich habe gerade weiter noch mit dem netten Mann geredet und der hat mir gesagt, dass es sich heutzutage einfach nicht mehr lohnt für ihn, Orchideen selber, sage ich mal, heranzuziehen, weil viele halt sehr billig aus den Niederlanden kommen und das halt das Geschäft sozusagen kaputt macht. Deswegen haben die sich auch eher auf andere Topfpflanzen spezialisiert, die halt draußen sind. Ich glaube, er hat irgendwie was von 5 Hektar gesagt, haben die halt mit Topfpflanzen voll und die ziehen die auch dann selber vor. Da hatte ich dann ja auch gefragt, was in diesen kleinen Folientunneln ist. Und was ich noch ganz interessant fand, war, dass alles per Computer gesteuert wird. Also die Bewässerung, die Temperatur und wenn es, sag ich mal, zu viel Licht ins Gewächshaus kommt, das wird gemessen, dann fährt diese Schattierung raus. Wenn zu wenig ist oder weniger wird, fährt die wieder rein. Also das hat ständig gewechselt, als ich da jetzt vorhin war. Und ja, das kann man halt alles per Handy steuern, so wie das heutzutage halt ist. Und ja, was gab's noch? Wir haben noch einiges besprochen, aber da habe ich die Kamera leider ausgehabt. Aber vielleicht kann man ja nochmal hier hinkommen, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, euch hat der Einblick auch gefallen. Es lohnt sich, hier vorbeizukommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.